Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf dem Kanal Mission Millionär, wenn es hier ums Thema geht, welche Aktien soll ich denn jetzt nochmal kaufen, nachkaufen oder beziehungsweise verkaufen oder einfach grundsätzlich, welche Aktien soll ich kaufen? Und die Frage stellt man sich natürlich des Öfteren, obwohl letztendlich unterm Strich muss man natürlich echt dazu sagen, manchmal ist es besser, wenn man sich letztendlich auch, sagen wir mal, vielleicht ein paar ETFs ins Portfolio legt, wo man sagt, okay, ich nehme hier einfach grundsätzlich mal eine Welle mit oder irgendwie einen gewissen Trend, ja, und mitigiert dadurch eben sein Risiko. Vielleicht unterm Strich macht man auf lange Sicht hin gesehen genauso viel Rendite, ja. Nichtsdestotrotz macht es einfach viel mehr Spaß, sich um Einzelaktien ja, irgendwie mal zu beschäftigen und sich zu kümmern. Und heute mal das Thema Adidas. Und ich bin darauf nochmal, also Adidas ist ja nicht eine Firma, mit der ich mich schon sehr lange beschäftige, auch auf berufliche Art und Weise, weil das war die erste Firma, die damals den Hypros-Shop eingeführt hat. Das ist sozusagen für mich beruflich von Relevanz. Und also was Aktien betrifft, bin ich nochmal darauf aufmerksam, jetzt auf die Adidas-Aktie geworden, weil die ja letztendlich sozusagen jetzt das Handtuch geschmissen haben, was den US-Markt betrifft. Da hatten sie ja Reebok übernommen und das haben sie jetzt wieder abgestoßen, weil sie sich sozusagen eingesehen haben, dass der US-Markt doch wieder ein ganz anderer ist und da sie eigentlich letztendlich gegen Nike und anderen keine Chance haben. Das ist so ein kleines Déjà-vu, das kam ja auch schon mal bei Daimler-Benz, damals mit der Fusion Daimler-Chrysler, ne, hat man auch gemeint, man muss da in den US-Markt rein und so weiter. Also es gibt schon immer wieder so Déjà-vus, mehr oder weniger, wo man sich leicht verschätzt. Und der US-Markt tickt halt doch komplett anders als wie Europa oder Asien. Und letztendlich, ich kenne ja ganz viele, viele Bekannte noch von meiner Studentenzeit aus den USA und die können auch schon, die lieben Adidas und die lieben Puma auch, ja, aber in der großen Masse, ja, es ist halt viel einfacher für die, das Wort Nike auszusprechen, als wie Adidas, ja. Als Amerikaner hast du da ein paar Probleme, also es ist nicht so schön. Nee, ich glaube, hauptsächlich liegt es halt daran, Nike ist ja groß geworden durch Basketball, ja, durch die Basketballschuhe. Und all das. Und Adidas ist ja mehr so eine Marke, die mit Fußball in Verbindung gebracht wird. Und ich nehme mal, das ist einer der Hintergründe auch, warum es nicht funktioniert hat, weil einfach Soccer oder Football oder Fußball ja, gibt es ja so als solches, ist ja quasi gar nicht existent in den USA. Ne? Da gibt es American Football und es ist was völlig anderes da. Es hat mit Fußball überhaupt gar nichts zu tun, so wie wir ihn halt hier kennen. Und Basketball hat ja bei uns auch keine wirkliche Bedeutung, ja, und Baseball schon gleich gar nicht. Okay, also die Sache ist halt, dass jetzt Adidas nochmal sozusagen der Vorstand dort nochmal gesagt hat, so, wir wollen jetzt nochmal Nike angreifen und dies und das und jenes und nochmal sozusagen bis ins Jahr 2000 irgendwas unseren Onlinehandel vervierfachen und all diese Sachen. Ich meine, letztendlich auch alles keine News. Sie wollen halt weiter Gas geben, ihren Umsatz vehement und viel, viel wesentlich stärker noch aufs Online-Geschäft verlagern, was natürlich mich indirekt super freut, weil, naja, das ist letztendlich mehr oder weniger meine ganzen Kunden sind irgendwie da aus dieser Ecke E-Commerce, da wo es halt momentan läuft, muss ich halt auch sozusagen dort anpassen und alles, aber das ist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht gute Nachrichten. Für mich ist stets natürlich die Frage hier, ja, sollte man da vielleicht irgendwie noch eine Aktie jetzt auch mit einsteigen und all das? Und ich würde mal sagen, ja, das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, ja, da muss ich jetzt unbedingt irgendwie draufspringen oder mich springt der Chart hier an oder sonst was oder auch die Ansage, das Online-Geschäft nochmal zu vervielfachen zu wollen, weil das machen ja alle. Ja. Also das ist ja dieser Fokus auf Online-Handel, der jetzt wirklich
nochmal vehement vervielfacht, verstärkt wurde im Endkonsumerbereich, wie als auch im B2B. Also jeder ist nochmal ein Stück bequemer geworden. Also ich muss echt dazu sagen, ob jemals wieder jemand freiwillig aus dem Homeoffice raus will, ja, du sparst ja so viel Zeit, so viel Stress in den überfüllten U-Bahnen und so weiter. Und ja, was hat das mit Adidas zu tun? Ja, weil die Leute natürlich auch bequemer geworden sind, was das Shopping betrifft. Ja, also ich würde mal sagen, dass 8 von 10 Leuten, die vielleicht zuvor noch irgendwie in den Schuhladen gegangen sind, in den Sportladen, haben dort dann ihre Schuhe anprobiert und rumgelaufen ohne Ende. Ganz, ich denke mal auch ganz besonders die Männer. Ja, also, ich habe mich mittlerweile auch schon so dermaßen an Amazon Shopping gewöhnt jetzt. Ich werde, glaube ich, für meinen Rest des Lebens nicht mehr in irgendeinen Shop laufen, um irgendwas zu kaufen, wahrscheinlich, ja. Und das Ganze geht ja auch noch, wahrscheinlich noch dieses Jahr auch noch weiter mit den Lockdowns. Ich glaube nicht, dass die jetzt hat, die komplette Lockdown halt uns sozusagen, ja, dass die, wie auch immer. Auf jeden Fall, das wird sich noch ein Jahr hinziehen und dann ist sowieso der Kuchen gegessen. Also dann hat auch der Letzte irgendwie mal über 1 bis 2 Jahre online geshoppt und spätestens nach dem 2. Jahr gehst du nie wieder zurück zu deinen alten Gewohnheiten. Also es ist vorbei. Der Mensch ist halt einfach ein Gewohnheitstier und auch eine faule Sau. Das ist einfach grundsätzlich so im Menschen verankert. Und der sucht sich immer den bequemsten Weg, ganz besonders die breite Masse. Ja, Kampfansage Adidas an Nike. Dazu möchte ich nochmal sagen, es ist halt grundsätzlich immer so, dieses Mindset verankert in den Konzernen, the winner takes it all, ja. Man kann, die Nummer 2 ist schon quasi der absolute Verlierer, ja, so dieses Mindset spüre ich mal so rein, hat jetzt auch dieser Vorstandsvorsitzende davon Adidas, ich habe gar nicht wieder vergessen, wie er heißt. Ich verlinke euch hier unten einfach nochmal das Video von Bernecke Highlights. Dort war eine Dame, die hat das sehr, sehr detailliert gestern irgendwann alles beschrieben. Könnt ihr euch selber nochmal reinziehen. Und meiner Meinung nach ist jetzt nicht was, wo ich sofort reinspringen muss. Und obwohl ich natürlich die Marke als solches sehr gut finde. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nichts von Nike gekauft. Ja. Von Adidas schon. Ja, von Adidas ist ja doch das eine oder andere. Das ist so das, was ich persönlich, kann ich mich immer sehr gut identifizieren mit den Aktien, wo ich halt auch dann Konsument bin. Ja, genauso wie Microsoft und Apple. Ich habe noch nie eine Apple-Aktie besessen, aber dafür halt eben Microsoft und genauso ist es halt da auch. So, das soll es gewesen sein. Und dann freue ich mich, wenn du da mit reinschaust. Gib mir einen Daumen hoch und wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, Investment Millionär, hier auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss.